Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spielt mir Kinderspielzeug und herzlich willkommen zu einer neuen Challenge. Und zwar machen wir heute eine weitere 24-Stunden-Challenge, nämlich 24 Stunden im Pool. Wir werden das allerdings nicht so machen wie Julian Bam, dass wir uns im Garten irgendwie einen Pool bauen, sondern wir haben einen Indoor-Pool. Ein Planschbecken. Und Karl und Kathi wissen auch schon Bescheid, das ist keine Überraschung für die, wie jetzt zum Beispiel bei den Handschellen oder auch bei dem Spieltunnel oder was auch immer, sondern die sind schon nebenan in dem anderen Studio und bereiten das Ganze vor. Und da gehen wir jetzt mal hin und schauen mal, wie weit sie sind. So, hinter der Tür ist unser Studio, wo das jetzt losgeht. Ja. Hallo! Hallo! Ah, du nimmst schon auf, perfekt! Ja, herzlich willkommen! Wir sind schon dabei, vorzubereiten. Machen wir die Tür zu am besten. Ich habe noch nicht gezeigt. Oh, jetzt habe ich es doch schon gezeigt. Schade. Zeig mir den Pool. Ich zeig dir ja, mal. Wir haben es hier schon ein bisschen gemütlich gemacht. Holen gerade schon ein paar Sachen raus, ja, mit denen wir uns so den Tag vertreiben wollen. Also, und das Wichtigste ist heute natürlich, schaut euch das mal an. Na, was habe ich hier vorbereitet? Die Playstation natürlich, damit wir heute Kathi ein bisschen zocken können. Ich habe aber nur FIFA dabei. Ist das schlimm? Gar kein Problem. Bring ich dir bei. Ich bin gerade noch dabei, ein paar Filme runterzuladen, aber das kann ja in der Zwischenzeit machen. Was haben wir sonst vorbereitet? Genau, unsere Hausschuhe stehen hier schon. Wir machen uns gleich richtig gemütlich. Jeder von uns hat ein Kissen. Falls uns kalt wird, haben wir die Decke aus der Wolke schon rübergeholt. Ja. Ich habe hier soweit auch die Controller schon. Zwei natürlich, damit wir gemeinsam zocken können. Ich habe Schlafmasken dabei, falls wir uns auch mal zwischendurch hinlegen möchten. Ja, super Idee. Dann habe ich Kopfhörer für mich dabei und ich habe meinen Akku dabei. Hast du deinen Akku heute auch dabei? Nee. Habt ihr ein Verlängerungskabel für die Steckdose? Ja, muss ich mal gucken, wie ich das hinbekomme. Ja, muss ich mir vielleicht noch gleich besorgen. Sonst kann ich das ja auch noch machen. Ja, du kannst uns ja auch noch helfen. Und sonst können wir, glaube ich, auch schon verstarten, oder? Ja, ich werde die beiden so ein bisschen betreuen, weil wenn die Challenge losgeht, dürfen die natürlich den Pool nicht mehr verlassen. Und ich glaube, ihr startet jetzt erstmal mit einer leckeren Mahlzeit. Ja, wir haben uns Frühstück besorgt. Guck mal. Also wenn du willst, kannst du natürlich auch zuschlagen. Ja, da sage ich natürlich nicht nein, ne? Ja. Ihr kennt mich ja. Aber ich nehme erstmal die Sachen hier hin. So, ihr habt es euch richtig gemütlich gemacht. Also ich glaube, besser hätte man so einen Swimmingpool oder so ein Planschbecken gar nicht einrichten können für eine 24-Stunden-Challenge. Nee. Was möchtest du? Vanille oder? Vanille für mich, bitte. Schade. Wenn du mal, wir können auch teilen. Nein, nein, alles gut. So, warte, für mich hat die 24-Stunden-Challenge noch nicht begonnen. Für mich geht es schon langsam los. Ich habe schon meine Puschen da in dem Poolchen. So. Ich darf natürlich auch in den Pool, aber ich bin die Einzige, die den Pool auch wieder verlassen darf. Ja, weil ich würde aber sagen, dass du heute nicht so oft in den Pool reinkommst, weil wir haben sowieso wenig Platz. Nee, ich komme nur jetzt rein und später vielleicht nochmal. Nein, später nicht, nur einmal. Okay, ich komme jetzt rein und danach nicht mehr. So, das ist natürlich ein Bällebad-Pool. Oh Gott. So, ihr beiden, macht's euch gemütlich. Ja, so, hier hast du deine Vanille. Danke. Sobald Kahn sitzt, läuft die Zeit. Okay, und offiziell würde ich sagen, beginnt die 24-Stunden-Challenge. Dann werden wir uns mal unser Frühstück. Kommst du dran? Ja. Oh. Bitte. So, was möchtest du? Jetzt darfst du zuerst aussuchen. Ich will dann nehme ich hier Laugenkäsestange. Dann nehme ich... Sieht alles so gut nimm aus. Nimm das Käsebrötchen. Oder wolltest du das, Nina? Nö, ach. Ich stelle mich ganz hinten an. Ihr seid diejenigen, die hier gestraft werden. Ich nehme das hier. Lecker Schmecker. So, wie gesagt, die beiden sind jetzt dazu verdonnert, 24 Stunden in diesem Pool zu sein. Sie haben sich wirklich das hier schön muckelig gemacht und heimisch. Und ich werde, wie gesagt, immer mal wiederkommen und gucken, was sie so treiben. Wir haben auch mein Verlängerungskabel. Wir haben unser Verlängerungskabel. Das würdest du doch später besorgen, das oder? Das bringe ich euch. Ich glaube, das wird für mich oder für uns die angenehmste 24-Stunden-Challenge. Wobei 24 Weil wir uns mal einmal vorbereiten konnten. Im Spielzeit, da war es auch richtig gut vorbereitet. Das war auch richtig cool, genau. Da haben wir uns auch unsere Sachen vorher mitgebracht. Aber hattet ihr Playstation? Nein. Nee, hatten wir nicht. Stimmt, hier hatten wir nicht. Kahn hat dann alles gedacht. Heute ja. Fühlt sich wie zu Hause, ne? Ja, wir frühstücken jetzt erstmal und mal gucken, wie es später weitergeht. So, das Frühstück war mega lecker. Ich habe ja noch ein Schokocroissant abgegriffen. Die behandeln mich wirklich sehr gut. Ich bin ja auch ihre Assistentin. Jetzt ist ungefähr eine halbe Stunde rum. Ich werde jetzt noch mal schauen, was die machen. Vielleicht machen die ein kleines Verdauungsschläfchen. Ich denke aber nicht, dass sie jetzt schon wieder müde sind. Schlafen wird ja erst später kommen. Hallo! 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 Was macht ihr? Komm ruhig, ich bringe Kathi ein bisschen FIFA bei. Achso, ich habe nämlich schon angedeutet, vielleicht macht ihr ein Verdauungsschläfchen. Nein. Nee. Also mit Roblox hat es ja nicht so geklappt, deswegen spielen wir ein bisschen Hallenfußball hier bei FIFA. Kathi ist FC Bayern, ihre Lieblingsmannschaft, habe ich gehört. Gar nicht, du hast das für mich ausgewählt. Und Kathi, wie läuft's? Wie fühlst du dich? Gut, guck mal, ich bin der mit dem blauen FIFA. Nein, du bist nicht der mit dem blauen. Das bin ich. Du bist der mit dem weißen. Hä? Der mit dem blauen Ach, ja, Kachel drüber, aber du bist der mit den weißen Trikots. Ich hab den Ball! Oh mein Gott!
Schieß. Ist ausgelaufen. Oh. So, ich versuche zumindest mal... Wie kann ich denn nochmal schießen? Mit der Kreis. Ich versuche zumindest mal ein Tor hier zu machen. Das war eine mega gute Idee mit der PS4, weil da kann man immer sich gut die Zeit vertreiben. Oh, ich bin selber schlecht. Ah. Ja, das ist eine richtig gute Idee. Ich denke mal nicht, dass es die ganze Zeit... Jetzt bin ich doch. Genau, und mit... genau, jetzt kannst du den Ball mal schießen. Ich bin Manuel Neuer, oder nicht? Ja. Ich bin Manuel Neuer. Ja, das habe ich doch eben gelesen. Das kann doch echt nicht sein! Wie schaffe ich es nicht, gegen Kati ein Tor zu machen? Wir bleiben jetzt so lange da, bis ich gegen Kati ein Tor gemacht habe und ich hier den Ruf weg habe, der beste FIFA-Spieler zu sein. Kahn wird schon mega wütend. Ich habe auch mal... Du musst X drücken, das ist passend. Jetzt musst du passen. Ich habe auch mal gegen ihn FIFA gespielt und bei mir war er auch gar nicht mal so gut, ehrlich gesagt. Guck mal, jetzt läuft er sogar an mir vorbei. Kati, hau ihn rein! Jetzt habe ich. Das ist dein Spiel, Kati, ohne Witz. Ey, warum... Kati, du hast das doch bestimmt schon mal gespielt. Nee, nicht. Ey, ich komme einfach nicht dazu, ein Tor zu machen. Und die erste Halbzeit ist gleich schon vorbei. Wo steht denn die Zeit? Da oben links. Ach so. Die werden jetzt hier noch ein bisschen üben. Ja, wir zocken jetzt hier am besten. Ich glaube, ich schaffe das Tor trotzdem nicht. Kommst du dann später nochmal vorbei? Ich komme später auf jeden Fall nochmal vorbei. Ich denke, wir sind jetzt einige Stunden hier beschäftigt mit Kati und FIFA und Kahn und FIFA. Und ich denke, Kati wird am Ende des Tages vielleicht schon wieder irgendwie E-Sports-Meisterin. Ey, das kann doch nicht sein! Ja, guck doch mal, wie gut ich das mache. Ey, ich krieg einfach kein Tor. Guck mal, jetzt schießt sie sogar von da. Naja, ihr habt nichts gesehen. Ich führe, ne? Ich gewinne dieses Spiel. Was? Du führst? Das stimmt gar nicht. Vielleicht werden wir im Laufe des Tages nochmal eine Revanche bekommen. Ich weiß es nicht. Aber wir zocken jetzt erstmal hier weiter. Also so kann ich die 24 Stunden locker... Also... Oh, warte, warte. Hier, hier, hier. Jetzt kommt ein Tor. Jetzt kommt ein Tor. Kommt kein Tor, nein. Hör auf, Mann! Hör auf! Hey, du hast mich geschubst! Oh, egal, wir sehen uns gleich. Ich krieg jetzt die Halbzeit. So, 2 Stunden sind jetzt ungefähr schon um. Ich weiß nicht, ob die immer noch mit Daddeln, also Zocken beschäftigt sind oder ob die jetzt mittlerweile schon was anderes machen. Wir werden einfach mal gucken, was die machen. Und... Hallo! Ach, hey! Na? Was macht ihr? Ach, am Handy rum, Daddeln? FIFA ist jetzt aus, oder wie? Ja, wir haben erst mal kurze Pause gemacht. Ich habe die Kati voll abgezogen. Das ist überhaupt nicht wahr. Kati ist da nicht überzeugt. Ich war mindestens genauso gut wie Kahn. So, und jetzt? Checkt ihr Social Media oder was auch immer? Ja, keine Ahnung. Also ich schaue mir gerade ein paar Videos an und entspanne mich hier tatsächlich ein bisschen. Und Kati macht ein bisschen Social Media. Ich wollte mal ein Media bisschen Insta-Post machen. Ganz ehrlich, wie lange wollt ihr hier so noch sitzen oder liegen? Ja, den ganzen Tag, 24 Stunden, ne? Aber das kann ja nicht gut das sein. Hast du jetzt doch aufgetragen. Wieso denn nicht? Wollt ihr mal ein bisschen bewegen? Ich meine, ein bisschen Bewegungsfreiheit habt ihr hast ja hast du denn einen Vorschlag? Ja, macht doch mal ein bisschen sportliche Aktivität. Ja, gut. Okay, es soll ja auch was im Video passieren, ne? Ja, und ihr habt ja immerhin, ich sag mal, 2 Quadratmeter Platz, um euch hier ja, zu los, sportlich komm. Zu betätigen. Aufstehen! Ja, gut. Warte, ich kann ja erst... Ich mal lieber die Sachen hier so raus. Mehr kann ich nicht. Wobei, wir können natürlich einen Liegestütze-Wettbewerb machen. Im Pool. Ein Liegestütze-Wettbewerb. Im Pool. Ich dachte, das wird ein entspannter. Mit dem Kopf in die Emojis rein. Da ist kein Platz mehr für Kani. Ich will gar Liegestütze machen. Mach hier so einen, mach so einen Wettbewerb. Ich mach ein bisschen Sport. Das stimmt, das tut eigentlich ganz gut. Damit mal hier ein bisschen das Blut fließt. Hier. Kannst du kannst eigentlich jonglieren? Nee, ich kann das nicht. Ich kann es aber gar nicht. Oh, warte. Da möchte ich noch das Zelt im Hintergrund haben, weil das sieht eher nach Zirkus aus. Nein! Ich kann es nicht. Ich hatte es mal eine Zeit, habe ich es einmal... Ach, nee, guck, siehst du? Das ist sowas, entweder kann das Gehirn das oder nicht. Ja, ich habe das Problem, Ich kann so, das auch nicht so gut. So. Nee, ich krieg's ein bisschen hin heute. So gut konnte ich das noch nie. Ich konnte es auch noch nie so gut. Doch, ein bisschen besser konnte ich schon. Das aber ist Katis großer Tag. Erstmal FIFA hier. Und jonglieren. Ich habe heute so viel dazugelernt. Wollte ich gerade sagen. Am Gewinnen und jetzt kann ich auch schon jonglieren. Oh, guck mal, ich mach's nicht. Ey, das war voll eine gute Runde. Warte. Oh, ja. Ach, du machst das sogar mit 3 Bällen. Ja, klar, man muss das ja mit 3 machen. Ja, jetzt fliegen die schon gleichzeitig. Mit 3 Bällen kann ich das gar nicht. Ja, wie kann man denn mit 2 Bällen bitte jonglieren? Zeig mir das mal. Wie hast du das gerade gemacht? Das sieht einfach so mega ja, unbeholfen aus. So. In der Schule übt man das doch mit so Tüchern. Ja, genau, das ist halt, weil hier die Bälle, die fliegen mir immer wieder so zack, zack, zack aus der Hand. Man kann das auch mit egal, mit aber Kegeln machen. Ich wäre dafür, jetzt mal 30 Sekunden auf der Stelle laufen. 1, 2. Oder so im Kreis. Ja, los. Oh, nicht auf den Bällen ausrutschen, Leute. Das ist schwindelig. Ja, aber das ist aber eine gute Idee. Also zwischendurch sollten wir heute schon ein bisschen mal aufstehen. Um den Kreis auf den Schwung zu bringen. Ich finde jetzt gerade, weil wir den ganzen Tag, die 1-2 Stunden, die wir jetzt hier schon sind, nehmen wir nur am Sitzen waren, finde ich das nicht so schlecht. Ja.
Oh. Gibt es eigentlich eine Toilettenregelung? Ihr dürft wahrscheinlich die Toilette da benutzen. Ja, ich würde mal sagen, irgendwie, ne, das müssen wir mit dir irgendwie in Absprache machen. Vielleicht können wir ja so hier einen so Weg einen machen. Stein oder so hinlegen, wo wir dann draufspringen können. Ja, ich würde sagen, das machen wir, wenn dann, mit Nina in Absprache. Ihr dürft auf jeden Fall die Toilette benutzen. Ihr dürft nicht in den Pool machen. Das Wasser im Pool muss sauber bleiben. Warte! Auch wenn da gar kein warte. Wasser drin ist. Ich muss auf Klo. Nein, natürlich nicht. Nein, hier gibt's eine Toilette, die kennt ihr vielleicht. Reicht das heute für die Sportstunde, oder? Ja. Ich glaube, ich würde mir jetzt auch mal langsam einen Film angucken. Mach mal was. Oh, ich merke schon, gleich ist irgendwann Mittag. Gibt's was eigentlich zum Mittagessen? Ja, es gibt was zum Mittagessen. Ich hoffe, ich habe da euren Geschmack getroffen. Das werde ich gleich mal vorbereiten und dann bringe ich euch das einfach. Okay. Cool. Wir warten dann so lange hier. Das hat natürlich einen Vorteil, dass wir dann hier so man darf chillen dürfen. Vor sein, ne? Das Essen ist aber dann schon vorgekaut. Damit ihr möglichst wenig zu tun habt hier. So, das Mittagessen habe ich jetzt vorbereitet. Hier links Mozzarella-Sticks für Kahn und eine Apfelschorle oder Arizona. Jeder hat irgendwie bei den Getränken die Auswahl. Dann habe ich hier für mich natürlich auch eine Pizza. Pizza Pasta. Ich liebe diese Pizza. Die hatte ich auch bei der 24 Stunden im Spielzelt. Und dann hier eine Gemüsepizza für Kati. Und jetzt würde ich sagen, Essen fassen! Seid ihr gut versorgt? Ja, Nina hat uns Essen gebracht. Nina hat uns was besorgt. Komm wieder in den Zimmer rein, obwohl ihr ja vorhin gesagt habt, ja, komm, beim Essen, da sagen wir mal ja. Wir wollen oder? Mal gemeinsam essen. Ich ja. habe mir natürlich auch was Leckeres mitgebracht. Was hast du denn? Ich habe eine Pizza Pasta, das habe ich eben gerade schon den Leuten da draußen gesagt. Wir haben, Nina hat auch was zu trinken mitgebracht: einmal ja. Arizona, Apfelschorle und. Sucht euch was aus. Achso, dann nehme ich die Apfelschorle heute. Ich würde lieber das. Dann nehme ich das hier. Okay. Ja, aber ich bin eher der Essenstyp, nicht der Trinkenstyp. Ich wollte sagen, dass ich ziemlich Durst habe. Gut, dass du mir was mitgebracht hast, weil diese Müllermilch, das... ist zu wenig. Ja, nein, das ist nicht zu wenig, aber Milch ist das halt... das ist auch nicht durstlöschend. Wollte ich gerade sagen. Guten Appetit! Okay, guten danke! Appetit, lecker! Ich hab hier meine Mozzarella-Sticks. Die werden auch immer so matschig in der Dings, ne? Ja. Kann man die auch frittieren? Bestimmt, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese 24 Stunden, wenn ich die jetzt mal vergleiche mit 24 Stunden in Handschellen, dann ist das ja hier das Paradies. Das stimmt. Es ist zwar natürlich nicht ein Riesenpool, aber für so einen Pool im Zimmer, finde ich, ist das schon gar nicht so schlecht. Ja, es ist wie eine große Badewanne. Ich meine, wir chillen ja jetzt hier die ganze Zeit. Wir sind auch relativ entspannt mit unserem iPad, mit der Playstation und so, aber hast du eigentlich noch was vor für uns? Wollt ihr das nein, 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 aber hast du was vor? Ja, natürlich habe ich was vor, aber das verrate ich jetzt noch nicht. Das seht ihr dann. Erstmal aufessen, ganz in Ruhe. Dann vielleicht noch ein kleines Verdauungsschläfchen oder Verdauungsfieferrunde. Ja. Nee, Kahn hat keine Lust da drauf. Ich ja. schon. Ja. Oder so, ja, wir können ja gleich noch mit mal Mittagsschlaf. Anschmeißen. Und dann kommt eure nächste Tagesaufgabe. So, Kahn und Kati sind wieder total beschäftigt, weil sie wieder ihrer Lieblingsbeschäftigung FIFA nachgehen. Ja, ich habe, glaube ich, Kati dafür begeistert, oder? Kann das sein, Kati? Ja, ich mag lieber Fußball direkt spielen, also nicht... Ja gut, okay. Da haben wir ja schon einiges gesehen von dir. Ich sehe dich schon hier in dem Elektroladen, dann holst du dir schon deine PS4 und direkt das Spiel nach Feierabend. Ja, okay. Ja, aber du hast eben was hier reingebracht. Sollen wir kurz Stopp ich hab machen? Ich habe was hier reingebracht. Ach, gut, ich dachte, Stopp. Ihr braucht vielleicht mal ein bisschen Abwechslung, denn ja. wenn ich nur ja. Fußball spiele. Ich dachte, wir machen hier jetzt mal im Pool eine kleine Slime-Challenge. Dafür habe ich Schüsseln dabei. Okay, wir sind noch nass, danke. Oder eine Schüssel, ihr könnt das in eine... Nein, da ist eine, da ist die zweite, glaube ich. Genau, das ist die andere. Ja, tut mir leid, die ist jetzt noch nass, die wurde gerade erst abgewaschen. Ja, ist nicht schlimm, ich mache sie so lange trocken. Du hast die Schleimzutaten mit. Genau, die Schleimzutaten sind am Start. Wir haben Kleber hier, Elmer's Glue, Glitzer und auch Farbe. Und noch eine Schale. Wir können ja die Sachen hier so... in unserem Pool verteilen. Heißt das jetzt einfach hier ein bisschen Schleim machen? Genau, ihr dürft jetzt ein Schleim-Battle machen. Ja, okay. Ihr habt freie Wahl. Ich nehme hier roten Schleim. Ich nehme heute mal lila, weil ich habe in den Kommentaren gelesen, ich soll nicht mal blau nehmen. Oh, da hört Kati das erste Mal jetzt in einer 24-Stunden-Challenge auf unsere Zuschauer. So, hier wird das schon reingefüllt. So, lila. Ich hätte auch gerne noch ein bisschen Glitzer. Glitzer, Glitzer! Glitzer, Glitzer! Jo, ich glaube von den Farben hier, von diesen Pulverfarben brauche ich diesmal nichts. Keine Pulverfarbe für Kahn? Nee, ich glaube nicht. Sind doch so schöne dabei. Haben wir auch Glue und weißen Kleber? Nee, den hast du glaube ich nicht mitgebracht, nee, habe ich nicht. Ihr müsst das mit Elmer's Glue machen. Ist ja auch Bastelkleber, ist halt ein bisschen weniger. Wird ein Mini-Slime dann. Wird eine Elmer's Slime Challenge. Okay. Ich habe glaube ich jetzt mehr Glitzer als Kleber. Rühren, Baby, rühren. Ich habe so viel Glitzer, dass man gar nicht mehr erkennt, dass es lila war. Stimmt. Wow, das sieht aber sehr cool aus. So, okay, Nina, dann brauchst du Kontaktlinsenlösung und Kaisernatron. Kaisernatron. Habe ich das nicht mitgebracht? Wie? Moment mal. Och, Nina. Och, dein Ernst? Ja, dann muss ich kurz noch holen.
Das ist in der Wolke, glaube ich. So. Da bist du ja. Hier habe ich die Activator. Ich merke auch gerade, das passt zu meinem Pulli ganz gut, oder? Ja. Den sieht ihr mir ja geschenkt habt. Sieht auch schon wieder so weihnachtlich aus. Bei beiden. Ja, stimmt. Das ist wegen dem ganzen Glitzer. Kannst du bei mir auch was reinpacken? So? Ja. Reicht erstmal. Habt ihr eigentlich ein bisschen Urlaubsfeeling jetzt so im Pool, oder? Eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Wenn Wasser hier drin wäre, vielleicht, aber so. Aber das wäre mir jetzt auch ein bisschen unangenehm, wenn jetzt Ikea, da kein Wasser zu liegen. Ikea Smallland-Feeling, da gibt es auch immer dieses Bälleparadies. So, ich habe jetzt schon mal hier was fertig. Ist zwar wirklich nur eine kleine Menge geworden, aber von der Farbe sehr, sehr cool. So Kupfer-Rosé-Gold. Meins sieht echt aus wie Erdbeermarmelade. Glitzer-Erdbeermarmelade. Ja. Ich mach mit dir von denen. Das ist auch einfach mal eine ganz kleine handliche Portion, so eine kleine Anti-Stress-Portion. Zeig mal deinen, genau, oder hier kann. Das sieht wirklich eher aus wie Kuchenteig bei Kahn auf diesem Löffel. Wie so ein eher wie Erdbeermarmelade. Ja, ich würde sagen, Challenge accepted und auch done. Ne, wir haben es geschafft. Hier sogar mein im Pool. Stein heißt heute das Luxusarmband. Luxusarmband. Das ist nur so eine kleine Portion, das kann man sich so. Ja, passt. Ja. Meins ist die Hyper-Erdbeermarmelade. Hyper! Ja. Ich glaube, Scooter kennen die wenigsten. So, was glaubt ihr denn, was jetzt kommt? Dieser kleine Mittagsschlaf, oder? Ja, nee, ich würde eigentlich ein bisschen FIFA weiterspielen. Karl ist voll süchtig nach FIFA, ey. Ist neu rausgekommen. Was hättest du jetzt gemacht? Hättest du die PS4 den Fernseher nicht am Start gehabt? Ja, gut, dann wäre ich wahrscheinlich hier frustriert rausgegangen und hätte erst gar nicht akzeptiert. Hättest du dir FIFA Let's Plays auf YouTube angeguckt? Ja, wahrscheinlich. Nee, es kommt was anderes. Und zwar müsst ihr jetzt ein bisschen eure Gehirnmasse anstrengen. Nee. Eure grauen Zellen. Gibt's wieder ein Quiz, wer Nina am besten kennt? Nee, diesmal nicht, wer mein Liebling ist. Sondern es gibt einen Mathe-Test. Oh Mann! Yay, ich fordere euch wieder heraus. Ein Spiel mit Mathe-Test. Hier einmal. Ja. Aber die sind ehrlich gesagt, wenn ich schon sehe, gar nicht so schwer. Ihr könnt das ja hier mitbeobachten. Ne? Ich kann euch ja eins hier so hinlegen. Also, erste Aufgabe. 3 plus 26 sind 29. Ich will das alleine rechnen. Nicht vorsagen. Wie, machen wir einen Test? Lass das mal gemeinsam machen. Ich würde sagen, machen das jetzt abwechselnd. Kathi, was hast du bei der zweiten Aufgabe? 31. Ja. Oh, jetzt kommt eine Minusaufgabe. 56 minus 30, das sind 26. Minus 4 sind 22. 262. Ja. Dann haben wir 43, 38. 142. Yes. Danach haben wir 19. Dann sind es ganz einfach. 802. Yes. Und danach haben wir 89 bei Aufgabe 9. Jupp, habe ich auch. Dann haben wir minus 3. Sagt, habe ich auch und schreibt in dem Moment 89 hin. Ja. So, dann haben wir 98 minus 71. Das sind 27, danke. Ich will auch ein bisschen mitmachen. Das sind 300... 343. 42. Ja. 42. Jetzt habe ich auch schon 43. 42. Ja. 44 plus 86. 150. Nee. Nein. 130. 360. Ey, was soll das? Ich sabotiere. Okay. Das sind 38. Und 643 plus 72 sind 750. Korrekt. Ja, danke, aber das war ja das ziemlich war ja easy. Ganz einfach. Ich hätte noch Multiplikation und Division mitnehmen sollen. Ja, wollte ich gerade fragen, gibt es noch einen Test? Ein bisschen Zeitvertreib? Ich bin ganz ehrlich, nee, jetzt war zu schnell. Ich dachte, jetzt braucht eine Stunde. Jetzt habe ich mir aber FIFA verdient. So. Oh nein, es geht schon wieder los. Khan geht schon wieder zu seinem Gamepad. So, Kathi, ich spiele alleine, ist mir egal. Na gut, ich entferne mich unauffällig von euch. Ja, mach das. Ihr seid mir zu crazy, was FIFA angeht. Okay, wobei bis später. Kathi macht ein Schläfchen. Bis dann! Später. So, ich schaue jetzt noch einmal, was die machen. Es ist schon relativ spät und ich gucke, ob sie immer noch FIFA spielen. Weil sie ja so richtig krasse Suchtis sind. Schlafen die. Die schlafen wirklich, glaube ich. Hier schläft Kathi mit ihrer Schlafbrille. Und da schläft Kathi unter seiner Kapuze. Na gut, dann lassen wir sie jetzt mal. Nicht, dass ich die jetzt noch wecke. Das sieht einfach so witzig aus, wie sie in diesem Pool schlafen.
Alter, es ist echt kaum zu fassen, dass sie jetzt wirklich am Schlafen sind. Ich glaube, die waren so K.O. vom FIFA-Spielen, von den ganzen Sportübungen, die sie gemacht haben, von der Pizza, das lag vielleicht auch schwer im Magen, oder den Mozzarella-Sticks. Und dann waren die einfach total fertig. Und ich glaube, ich würde sagen, die haben die Challenge bestanden. Die haben so lange durchgehalten, wie es geht. Und ich glaube, wenn die jetzt aufwachen, irgendwann, vielleicht morgen früh, dann ist die Challenge auch schon vorbei, weil dann haben sie 24 Stunden das durchgehalten. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Gerne einen Daumen nach oben geben, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Abonniert, kommentiert, drückt auf das kleine Glöckchen, um kein Video zu verpassen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Tschüss!